Und daraus wird ein Musikinstrument? Naja, kein Instrument, aber ein besonderer Teil davon. Und die Flasche? Die Flasche ist zum Gießen. Obwohl, eigentlich auch, um etwas zu zeigen. Die Holzblasinstrumente? Naja, nicht ganz, aber etwas ganz Spezielles davon. Heute Holzblasinstrumente. Unsere Holzblasinstrumente: Flöte, Oboe, die Klarinette und das Fagott. Und das mit der Pflanze? Schauen wir doch mal, was der Till gerade macht. Damit ich auf meinem Instrument einen Ton spielen kann, muss ich aus diesem Schilfrohr ein Doppelrohrblatt machen. Und dieses Schilfrohr entsteht aus dieser Pflanze, wenn sie einmal groß ist. Arundo donax. Daraus mache ich zwei Teile. Die müssen ganz dünn gehobelt, geschnitzt und wieder zusammengefügt werden und ergeben dann das Doppelrohrblatt. Und wenn ich hier vorne hineinblase, werden diese beiden Teile in Schwingungen versetzt und ergeben den Ton. Das klingt nicht wirklich nach einem Ton. Dafür braucht man eben ein Instrument, das diese Schwingungen überträgt. Und dafür habe ich meinen Fagott. Hier bläst man hinein und hier kommt der Ton heraus. Weil das Instrument über 2,5 Meter lang ist, macht es hier unten einen Bogen. Haben eigentlich alle Holzblasinstrumente ein Doppelrohrblatt? Nicht alle, aber der Jürgen, der zeigt uns noch eines. Bei der Oboe wird der Ton auch durch ein Doppelrohrblatt erzeugt, so wie beim Fagott. Das hier ist ein Fagottrohr und das hier ist das Oboenrohr. Das ist ja viel kleiner. Die Oboe ist eben auch ein hohes Instrument. Deswegen hat sie ein kleineres Rohrblatt. Wieso ist die Oboe eigentlich so schwarz? Weil das ein besonderes Holz ist, Grenadilholz. Das ist von Natur aus schwarz und sehr hart und schwer. Daher ist es für den Instrumentenbau besonders geeignet. Dieses Holz ist sogar so schwer, dass es auf dem Wasser nicht einmal schwimmen würde, sondern sofort untergehen würde. Wieso haben eigentlich die Holzbläser so viele Klappen? Das kann uns am besten die Caroline erklären. Meine Klarinette zum Beispiel hat 30 Löcher. Um diese alle öffnen und schließen zu können, brauchen wir diese vielen Klappen. Wir haben ja nur 10 Finger. Genau. Denn durch das Öffnen und Schließen der Löcher bestimmt man, wie lange das Instrument ist. Wenn ich nur ein Loch zumache, ist das Instrument so lang. Wenn ich alle zumache, ist das Instrument so lang. Je länger, desto tiefer. Und das Rohrblatt? Die Klarinette hat nur ein einfaches Blatt. Im Gegensatz zum Fagott und zur Oboe. Es ist etwas größer und wird auf dem Mundstück befestigt. Hat denn die Flöte auch ein Rohrblatt? Da hat die Christiane eine Überraschung für uns.
bei der Flöte wird nicht durch ein Rohrblatt erzeugt, sondern durch das Blasen gegen eine Kante. Und das ist so ähnlich, wie wenn du in eine Wasserflasche blasen würdest. Deine Wasserflasche? Zum Beispiel, ich gieße Pflanzen damit und du darfst einen Ton probieren. Ich? Ja. Wieso besteht deine Flöte nicht aus Holz? Ja, früher waren alle Flöten aus Holz, zum Beispiel wie die hier. Und dann vor ungefähr 170 Jahren hat sich ein Münchner Flötist, der Herr Theobald Böhm, gedacht, ich baue mal eine Flöte aus Silber. Und die hat dann so toll geklungen, dass jetzt die meisten Flöten aus Metall sind. Und manche sind sogar aus echtem Gold. Bei den Holzblasinstrumenten entsteht der Ton auf unterschiedliche Weise. Bei der Oboe und dem Fagott durch ein Doppelrohrblatt. Bei der Klarinette ist es nur ein Blatt. Die Flöte erzeugt den Ton durch das Blasen auf eine Kante. Wie auf einer Wasserflasche. Und die Pflanze? Die kommt auf den Balkon und wird weitergegossen. Und wenn sie groß ist, wird daraus ein Klarinettenblatt. Genau. Und wenn sie ganz brav ist, sogar ein Schlagzeuginstrument. Schlagzeug? Ja, ein Arundo Donax Holzwindspiel. Thank you.